Liebe Genossinnen und Genossen, euch liegt der schriftliche Bericht, wie Matthias bereits sagte, vor. Wir möchten ein paar mündliche Ergänzungen auch aus aktueller Sicht sagen. Zunächst etwas zu Kuba. Mit den Beschlüssen des 7. Parteitags der Kommunistischen Partei Kubas ist der weitere Weg des revolutionären sozialistischen Prozesses auf Kuba festgelegt. Mit dem Bestreben imperialer Mächte für einen Wechsel des politischen Systems von Seiten der USA, aber auch der BRD, sollten wir unsere Entschlossenheit für die Fortsetzung des revolutionären sozialistischen Weges in Kuba auch erklären und weiter bekunden. Für uns sollte auch gelten, wer Revolution sagt, wer über Sozialismus spricht, ist zur Solidarität mit Kuba und allen linken Kräften in Lateinamerika mehr denn je herausgefordert. Nun etwas zu den deutschen und den europäischen Verhältnissen. Ein Wort steht wie kaum zuvor im Raum. Es heißt Krise. Finanzkrise, Eurokrise, Ukraine-Krise, Flüchtlingskrise, ja auch Milchkrise. Kurz, wir erleben eine allgemeine Krise des realen Kapitalismus und wir erleben auch, dass ein führender Sozialdemokrat, Helmut Schmidt, einst sagte, es handelt sich um einen Raubtierkapitalismus. Vor 25 Jahren am Ende des Kalten Krieges zwischen den politischen Blöcken behaupteten die Sieger, dass nun die Zeit des weltweiten Friedens, der Demokratie und der Marktwirtschaft kommen würde. Stattdessen haben wir es mit heißen Kriegen, mit Hunderttausenden Toten, mit vielen Millionen Flüchtlingen, zerstörten Städten und Weltkulturerbe zu tun. Diese 25 Jahre haben nicht einfach nur die Schere zwischen Armut und Reichtum, gerade in den westlichen Industriestaaten, weit wie noch nie geöffnet, sondern eine Ausbeutung geschaffen, die zum Zerfall ganzer Sozialsysteme und Gesellschaften mit vielfältig wachsenden Gegensätzen führt. Was sich gegenwärtig vollzieht, ist eine historische Zäsur von globalem Ausmaß, weil Politik weltweit von neoliberalen ausgerichteten Wirtschaften dominiert wird. Frau Merkel erklärt schlicht und einfach, es geht um Marktformen, Demokratie. Und diese Politik wird von einem ebenso irrealen, diffusen und rabiaten Antikommunismus begleitet. Als wirkungsvolles Instrument dient daher nicht zuletzt speziell in Deutschland die Dämonisierung der DDR. Leider ist die Linke bis in Regierungstätigkeit hinein, anstatt historisch seriöse Darstellung zu leisten, eher dazu geneigt, an dieser Dämonisierung mit einer gewissen Loyalität mitzumachen. Pegida und Ableger davon formieren sich. Die Parteien zeigen sich enttäuscht und hilflos. Dann brennen Flüchtlingslager und die Ermittlungsbehörden
machen Dienst nach Vorschrift. Wie hoch ist die Aufklärungsrate, stellt sich da als Frage. Jetzt gibt es die Allianz für Deutschland. Dieser Name ist übrigens nicht neu. Wenn wir an die letzte Wahl in der DDR zurückdenken, dahinter versteckt sich ein Inhalt, der nach den drei letzten Landtagswahlen die zwingende Frage stellt, was hat sich in der Gesellschaft angetan, dass sich so viele Wähler für eine Partei entscheiden und für sie plädieren, die ihnen wahrlich keine Lösung ihres materiellen und ideellen Lebens und deren Probleme bringt. Wenn heute 82% Regierungsmehrheit im Bundestag sitzt und eine schwache und schwächelnde Opposition dagegen halten soll, wo kann da wohl Änderung herkommen? Umfragen sprechen heute von knapp 50%, die die Große Koalition noch hat. Wer Raubtierkapitalismus sagt, sollte nicht übersehen, dass in ihm auch faschistische Elemente als scheinbare Lösung Platz finden könnten. Zur historischen Zäsur gehört auch die Tatsache, dass Deutschland seit dem 1. Mai 2016 in Stuttgart eine Rechtspartei mit wachsender Zustimmung in weiten Teilen der Gesellschaft und verbündet mit erzreaktionären Kräften und Parteien von Ost bis West Europa besitzt. Eine Erscheinung, die es in diesem Ausmaß erstmalig seit Ende des Zweiten Weltkriegs gibt. Das Potsdamer Abkommen von 1945 und die österreichischen Verträge von 1955 wurden ohne Verteidigung aus dem Völkerrecht verdrängt. Aus 2+4 ist nun 1+3 geworden. Und Deutschland lädt die drei westlichen Siegermächte zur Beratung ins Kanzleramt. Die vierte Siegermacht, die Sowjetunion, die heute die Nachfolge in Russland hat und anderen ehemaligen sowjetischen Staaten mit ihren Zerstörungen und ihren Leiden, wird zum Feind erklärt. Da bleibt die Frage wieder im Raum. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Und damit ein Wort an uns selbst. Keine Panik, hieß es unwidersprochen nach den drei Landtagswahlen im Parteivorstand. Mails seien schon ausgetauscht. Keine Debatte über Personen wird gleich gefordert. Nicht gesagt wird aber, welche Dimensionen dahinter stecken, welche Debatten dringend nötig sind, welche Elemente von Demokratie den Bürgern real erlebbar gemacht werden müssten, wenn man sich gegen die Politik des Zerfalls der Demokratie in diesem Lande und in der Europäischen Union stellen will. Es ist notwendig, dass wir mit größerer Entschiedenheit diese Auseinandersetzung in der Höhe und in der Globalität der politischen Auseinandersetzung, die jetzt gefordert ist. Linke sozialistische Politik kann nur hart erarbeitet werden. Wenn die Vorsitzende den Ältestenrat auffordert, an der Strategiedebatte der Partei teilzunehmen und sie mitzugestalten, aber wenn wir genau beobachten, eine solche Strategie nicht stattfindet, dann ist das eine Frage an uns selbst.
Und wenn nach diesem Parteitag nicht die ganze Partei zur Debatte herausgefordert wird, dann werden wir eine Elite haben, die oben glaubt, die Dinge zu regeln, und keine Partei, die die Stärke besitzt, wie sie heute von links gefordert wird. In der Geschichte der Arbeiterbewegung, aus der wir schließlich kommen, haben linke Parteien immer wieder darauf gelegt, dass eine gemeinsame Stärke vorhanden ist, die sie verbindet, dass Zukunftsansprüche der nächsten Generation geachtet, organisiert und auch programmatisch integriert sind. Es sollte und mehr als bisher bewusst sein, dass die Erfahrungen aller, und ich wiederhole, die Erfahrungen aller Generationen für die Zukunftsfähigkeit der Partei, nicht zuletzt bei der Altersstruktur in unseren Reihen, gebraucht und gefordert ist. Und wenn es schon um die Frage der Rente gehen sollte, da sollen die Alten nicht alleine vor den Büros stehen. Die junge Generation weiß langsam, dass ihre Rente weniger gesichert sein wird als die heutige. Soziale Kämpfe sind angesagt, und sie müssen auch in der Breite und in der Stärke, die wir brauchen, geführt werden. Machen wir uns also auf den Weg, aber geschlossen und gemeinsam.